So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute wieder ein interessantes Thema, Thema Verschwörungstheorien. Wenn dich das interessiert, bleib da. Ich mache jetzt nur noch meine Übungen fertig und dann behandle ich das Thema. So, aber ich habe jetzt heute schon trainiert. Ich habe vorher Bauchtraining gemacht, also Klappmesser quasi und einfach die Übung, normale Bauchübung am Boden. Dann habe ich Trizeps, jetzt bin ich so ziemlich am Ende mit meiner Trizepsübung. Halt, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter zurück, das wäre vielleicht günstiger. So, also, jetzt mache ich die letzte Übung mit der Trizeps mit einer Hantel. So, also gehe her, nach hinten, bisschen Konzentration. Aber ich glaube, ich lege jetzt mal vielleicht kurz das Mikro auf Seite, das ist vielleicht günstiger. So. Also. Zwei. Drei. So ist es. Vier. Also, so kann man. Okay. Also, das sind hier 2,5 Kilo. Ich zeige schnell in die Kamera. Ups. 2,5. Also, 5 Kilo mache ich Trizeps Reverse. Ja. Mit einer Hand. So, jetzt mache ich den anderen Arm. Ja, mache ich vielleicht doch mit Mikro. Müsste eigentlich auch gehen. Wichtig ist Konzentration, gerade bei der Hitze. Die Hitze schlaucht mir jetzt auch ganz schön, muss ich zugeben. Aber ja, dachte, ich trainiere trotzdem. Sonst findet man immer eine Ausrede. Also, jetzt zweite und letzter Satz für heute. Wie gesagt, ich habe ja schon noch einen anderen Satz gemacht. Ich habe auch so trainiert und habe jetzt quasi mit 4 Sätzen trainiere ich quasi jetzt den Trizeps. Okay, dann gehe ich her. Natürlich Konzentration, nicht, dass die Hand einem auf den Kopf fällt. Wäre natürlich ein blödes Bild gerade. So, also. Jetzt muss ich gucken, Spiegel verkehrt, ein bisschen weiter zurück. Also 1, 2, 3, schöne langsame Ausführung, saubere Ausführung, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, war der letzte Satz. So, jo. Wie gesagt, ich werde das jetzt öfters machen, dass ich trainiere und gleichzeitig meine Videos mache. Ja, die Wampe wollen noch wegkriegen. Noch keine Angst. So, jetzt auch. Heutiges Thema Verschwörungstheorien. Ich mache noch ein bisschen leiser. Verschwörungstheorien und meine Meinung dazu. Ja,
Verschwörungstheorien, was lässt sich dazu sagen? Jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen. Es wird der spirituellen Bewegung und oder esoterischen Bewegung viel unterstellt, dass sie sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Jo. Wollen wir uns mal Verschwörungstheorien mal anschauen. Um was geht es bei Verschwörungstheorien? Bei Verschwörungstheorien geht es darum, wenn man mal böse macht. Jetzt muss ich noch schnell meinen Cooldown machen. Cooldown sollte man immer nach dem Training machen, damit es nicht zum Muskelkater kommt. Da kriegt einfach die Muskulatur nochmal Blut und Sauerstoff und die Gelenke werden nochmal geschmiert. Sollen wir auf jeden Fall machen, Cooldown. Das heißt leichtes Training zum Abschluss des Trainings, des eigentlichen Trainings. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen in die Mitte reinrutsche. Ja, Videos sollten wir immer mittig machen. So, jetzt okay. Ja, Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien unterschiedlicher Art. Eins haben sie immer gemeinsam, es geht immer um eine böse Macht, die die Welt kontrolliert und die Menschen verarscht. Das ist so Kant der Verschwörungstheorien. Aber wenn man es genau betrachtet, sind Verschwörungstheorien unspirituell. Wenn man sucht einen Feind im Äußeren, anstatt dass man den Feind bei sich sucht, ja, das ist schon mal das Erste. Dann ist es so, dass viele Verschwörungstheorien genau betrachtet unsinnig sind. Also, wenn man es von der Logik her betrachtet. Also einfach einmal von der Logik. Schauen wir uns mal ein paar Verschwörungstheorien an. Nehmen wir mal 11. September. Behauptet wird, der 11. September haben die Amerikaner selber gemacht. Beziehungsweise der CIA hat das alles organisiert. Mal logisch überlegen. Der CIA bringt viel zustande, ja, mit Sicherheit. Aber mit Sicherheit kann der CIA mit Sicherheit nicht, dass er Leute beauftragen kann, die bereit sind, ihr Leben zum Opfern und das Leben anderer Menschen, zu dem es auch die eigenen Landsleute sind. Kein CIA-Agent der Welt würde sich auf sowas einlassen. Und selbst wenn man sagt, okay, da hat man Gehirnwäsche mit den Leuten, hat man unter Drogen gesetzt und so und Gehirnwäsche gemacht. Bei sowas wie Flugzeug kapern, also einchecken etc., Flugtickets holen, einchecken, nicht erkannt werden und so weiter, da braucht es einen klaren Verstand. Ja, das kann kein benebelter Roboter ausführen, sowas. Ja, das braucht volle Konzentration. Also fällt das auch schon mal weg. Ja, also Menschen sich in den Tod reißen, sich und andere, das macht nur jemand, der religiös fanatisiert ist. Und niemals irgendein CIA-Mann, ja, aus der normalen, ja, wie soll man sagen, physischen Welt oder, ja, würde sowas niemals tun. Also das fällt doch mal flach. Mal ein bisschen logisch überlegt, ist es 11. September Verschwörung Quatsch. Was allerdings sein kann, ist, dass der CIA vielleicht von den Anschlagsplänen von Al-Qaida gewusst hatte, aber das bewusst, sagen wir mal, ignoriert hat oder beiseite geschoben hat. Da gibt es tatsächlich gewisse Vorwürfe, was auch untersucht wird, immer noch untersucht wird, dass der CIA da vielleicht bewusst da drüber hinweggeschaut hat, um sein Präparat danach mit Steuergeldern aufblähen zu können. Ja, das ist möglich, aber das wird auch untersucht und da braucht man sich auch nichts denken, das wird aufgeklärt. Ist auch, und man wird auch die Leute, die da wie verantwortlich sich zur Rechenschaft ziehen, also da braucht man gar keine Angst haben, die kriegen alle ihre Strafe. Ja, nun mal eine Verschwörungstheorie, was es gibt, Mondlandungen zum Beispiel, behauptet wird, die ganzen Mondlandungen waren fake. Es gab nie eine Mondlandung, ja. Also, schon mal wieder mit Logik, warum das gar nicht sein kann. Die Russen, das Beste, finde ich,
Da ist das beste Argument, finde ich. Die USA und Sowjetunion standen in Konkurrenz zueinander. Die Sowjetunion hatte damals überall ihre Spione und gerade in solche Organisationen wie NASA etc. Und die Russen wären die ersten, wo gemault hätten, ja, wenn die Amerikaner da irgendwie geschummelt hätten bei der Mondlandung. Ist doch auch logisch, ja. Ist doch logisch, ja. Also, die Sowjetunion stand in Konkurrenz zu den USA. Das weiß jeder. Das ist allgemein verbindliches Wissen. Also, Mondlandung, Verschwörung, ist abgehakt. Flache Erde. Flache Erde-Verschwörung. Behauptet wird, die Erde sei gar nicht rund, sie sei flach. Und von dem her sei das alles eine Verschwörung mit, dass die Erde rund sei. Genau gesagt ist die Erde eiförmig, also nicht rund, aber sie ist mit Sicherheit nicht flach. Ganz einfach deswegen. Früher hat man daran geglaubt, dass die Erde flach sei. Die Wissenschaft hat das Gegenteil bewiesen. Warum? Stellt euch ein Dreieck vor. Jeder Winkel hat 90 Grad im Dreieck. So zeichnest du das Dreieck ab auf eine Kugel, auf einen Erdball. Dann dehnen sich die Ecken. Ist ja logisch. Ja, und der 90-Grad-Winkel wird größer. Und genau das hat man im 19. Jahrhundert, weiß jetzt nicht genau wann und wer, aber es könnte mal alles nachrecherchieren, hat man das gemacht. Und dadurch wurde einwandfrei bewiesen, dass die Erde rund bzw. eiförmig ist, aber nicht flacherdig. Ja. Müsste ja nur so Flacherdler mal in ein Flugzeug stecken. Wenn man jetzt ein Flugzeug eine einfach in eine Richtung fliegende, jetzt sagen wir mal von Ost nach West, wenn ihr das vorstellt auf einer Kugel, da müsste irgendwann ein Ende sein, da müsste irgendwas kommen, ja, so eine Grenze oder so, oder Gebirge oder was weiß ich, was die Flacherdler da glauben. Und dann müsste ja dann das Flugzeug ins Weltall hineinfliegen. Tut es aber nicht. Man kann Weltumsegelungen, hat man alles schon gemacht, muss auf der anderen Seite der Erdkugel wieder ankommen. Also von dem her, ja. Man hat ja da einen Kompass und alles, also man kann das ja alles nachweisen. Die Erde ist definitiv nicht flach. Das ist einfach Unsinn. Ja. Was gibt es noch für Verschwörungen? Freimaurer, Illuminaten. Ja. Manche glauben ja, dass die Weltherrschaft wollen, die Freimaurer und so weiter. Aber das ist ein Unsinn. Es kommt einfach nur daher, dass manche hochrangige Freimaurer es sehr weit brachten in Politik und Wirtschaft. Und manche von denen mit Sicherheit auch Unfug betrieben haben. Schlechtes gemacht haben. Ja, mit Sicherheit. Aber nicht im Namen der Freimaurerei. Die Freimaurer sind für das Gute. Jetzt muss ich mal kurz verschnaufen. Die Freimaurer sind für das Gute und wollen das Gute. Sie haben gute Werte, nämlich Brüderlichkeit, Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit. Das sind auch die Werte der Französischen Revolution. Und wenn Freimaurer, wenn es da schwarze Schafe gibt und die Schlechtes gemacht haben, dann haben sie es mit Sicherheit nicht im Namen der Freimaurerei gemacht, weil die Freimaurerei besitzt gute Werte. Ja, es liegt einfach daran, dass die Freimaurer alles geheim halten. Also es ist eine Geheimlehre. Also ein Prinzip sogar esoterisch, weil Esoterik bedeutet ja Geheimlehre. Also wenn man unterstellt ja Verschwörungstheorien ja immer den Esoterikern, aber eigentlich sind ja die Freimaurer, wenn man es genau nimmt, sind so gesehen Esoteriker, weil sie Geheimlehren haben. Ja, aber inzwischen ist die Freimaurerei auch schon immer weiter geöffnet. Also Reporter kommen in die Hallen und Logen, können da filmen und alles, und es ist alles schon ziemlich offen. Ja. Aber daher kommen eben, durch die Geheimnistuerei kommen halt immer schnell Verschwörungstheorien auf. Ist ja auch klar. Ja, und was man noch sagen muss, Verschwörungstheorien sind deswegen schlecht und unspirituell, wenn man sich mit negativen Dingen beschäftigt. Ja, man beschäftigt sich mit dem Negativen anstatt mit dem Positiven. Und wenn man sich ständig mit Negativität beschäftigt, dann zieht man auch das Negative in das Leben hinein. Ja, und irgendwann ist dann wirklich mal so, dass mal ein schwarzer Kombi plötzlich vor der Tür steht und der CIA oder was weiß ich, wenn abholt. Ja, wenn man das anzieht. Ja. Wenn man sich mit Negativität beschäftigt, dann zieht man genau das an, obwohl das eigentlich gar nicht existiert. Ja, plötzlich wird es existent. Man schafft es in die Realität. Genau. Und deswegen sind Verschwörungstheorien auch schlecht einfach. Ja.
Der Altmeister Marco Hümer, leider hat er jetzt, ich weiß nicht, glaube aufgehört, ich müsste mal vielleicht anrufen. Der hat mir noch eins mitgegeben, der Marco Hümer. Ich habe auch mal mit dem gesprochen, habe gesagt, du Marco, wie siehst denn du die Weltlage Syrien? Denkst du, es kommt zum Weltkrieg oder zum Bürgerkrieg in Deutschland und so weiter? Und dann hat der Marco für mir Folgendes gesagt, es ist immer das, was du glaubst, ja, was du glaubst, was mit was du dich gedanklich beschäftigst, das wird irgendwann zur Realität. Und wenn du ständig von Bürgerkrieg und Krieg und Weltkrieg redest und dich damit beschäftigst, wird es irgendwann in deiner Realität zur Realität, ja, in deiner Realität, ja. Das hat mir der Marco nur mitgegeben, ja. Und vor allem ist auch bei Verschwörungstheorien auch so gefährlich, es geht immer um Feindbilder, ja. Also Feindbilder, irgendwie Freimaurer etc. Und das kann auch dazu führen, dass man dann auch wieder Menschen diskriminiert, Menschen angreift, ja, Antisemitismus zum Beispiel auch, ja, ist einfach auch ein Problem, ja. Und von dem her bin ich, also das möchte ich klarlegen, ich distanziere mich ganz klar von den Verschwörungstheorien. Deswegen muss man die aber auf der anderen Seite auch nicht mobben oder cybermobben oder sonst was. Die Verschwörungstheoretiker muss auch nicht sein. Das sind harmlose Spinner, ja. Das sind harmlose Spinner, ganz einfach, ja. Also, das nur mal so. Es reicht Aufklärung. Aufklärung. Das reicht aus, wenn man aufklärt, ja. Da muss man die nicht angreifen, ja. Und deswegen, ja, also ich bin gegen Verschwörungstheorien, ja. Also auch sowas zum Beispiel, ich leugne auch nicht den Holocaust und finde es natürlich auch scheiße, wenn das jemand macht, zum Beispiel sowas, ja. Ich bin ganz klar und ganz entschieden gegen jede Form von Antisemitismus, ja, gegen jede Form von Israelfeindlichkeit. Ich stehe voll und ganz hinter dem Staat Israel, wenn auch nicht nationalistisch. Über die Siedlungspolitik kann man diskutieren, ja, aber was man nicht diskutieren kann, ist einfach das Existenzrecht des Staates Israel, das Land, in dem Demokratie herrscht und das Land, in dem Frauenrechte und Homosexuellenrechte geachtet werden. Damit das auch jeder versteht, ja, bin ich ganz klar, ja, und wie gesagt, also, und Verschwörungstheorien sind einfach mit der Spiritualität, wenn man es ganz genau nimmt, nicht vereinbar, um das mal klarzustellen, ja. Okay, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonniert unten meinen Kanal, ja, kommentiert, was haltet ihr von Verschwörungstheorien, ja, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und jetzt gucke ich dann wirklich, dass das nächste Video dann wieder um Astralreisen handelt, versprochen. Alles klar, macht es gut, Leute, und schönen Sonntag wünsche ich noch und bis bald.